Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Hometown Farming. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das Ganze pünktlich zum Freitag. Ich hoffe, ihr habt gestern den Feiertag alle gut überstanden. Das natürlich ohne Blessuren, ja. Und ich hoffe, ihr habt heute frei, ne? Weil Brückentag und so. Also ich kann euch sagen, ich habe heute frei und ich kann euch sagen, ich hoffe, mir geht's gut. Ja, aber schön, dass ihr mit dabei seid. Und natürlich will ich nicht lang sabbeln, ne? Lasst das Däumchen da, ihr wisst von Algorithmus und so. Und schreibt natürlich gerne in die Kommentare, ja. Und dann wollen wir mal. Hey, meine Fresse, das war aber. Huiuiuiui. So, ein bisschen unbequem ist das hin im Reifen. Ah, so, warte mal, ich muss die Kutte wieder überschmeißen hier und gut drauf. Ah, sag mal, wo bin ich denn eigentlich? Stimmt, deswegen bin ich ja bei mir und beim Maschinenhandel hier. Oh, das ist von mir Ziel, die Bude. Die ist aber auch, die ist aber total hinüber, ey. Ist wissens. Aber da wird nichts mehr. Dann müssen wir mal gucken. So, ist hier eigentlich irgendeiner so? Warte mal, gehen wir hier. Ach, schön. Das ist schön, wenn überall die Tore auf sind, ey. Nur mal noch Schlüssel machen. Okay, Sossi, du bist auch da. Das ist schön. So, mal gucken hier. Wer essen jetzt eigentlich? Ist entweder noch außen in rum oder was? Ach, der Sache, was ist. Oh, was ist denn da? Gucken wir doch gleich mal rein. Und ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Herr Hafer. Moin. Ey, ich will nicht stören. Was gibt's denn hier zu palabern? Der Herr Steiner hat mir seine Hilfe angeboten. Oh, bei was denn? Na, wenn ich Unterstützung im Bürgermeisteramt brauche. Achso, beim Kegeln, ist klar. Ewald, du Blitzmerker. Ja. So wie ich für den Korb da war. Ja, ja, wie gesagt. Ich lebe mich erstmal ein und dann. Ja, alles weitere kommt von allein, glaube ich. Nur bei Bedarf, Frau Seine. Na klar. Also, ja, Sie sollen ja auch Ihren Ruhestand genießen. Ach, den genieße ich, sobald ich das Gelände verlasse, genieße ich meinen Ruhestand. Ja, ach so, ist, Ewald, da habe ich noch, da hab ich noch was für dich. Ich habe da gerade so Pipo. Nee, warte mal, warte, Moment. Warte. Ich habe ja jetzt, du hast ja auch keinen Schlüssel mehr, ne? Warte mal, das muss man ja kurz zumachen, dass du den Menüs abhaust. So, warte mal, einmal Retratz, wunderbar. So, Tür zu. Ja, Frau Selin, Sie sind jetzt leider mitgehangen, mitgefangen, ne? Du Ewald, wann wolltest du eigentlich deinen Urlaub antreten? Jetzt mal ernsthaft. Morgen. Also hast du ja heute noch Zeit, ne? So ein bisschen, ja. Das wäre super. Pass mal auf, Ewald. Deine letzte Amtshandlung, würde ich sagen, das machen wir auch keinen großen Aufriss. Sag mal, kannst du das mal um den Traktor von mir ans Ziel kümmern? Ja. Also den mal durchprüfen, bitte, was da vielleicht noch zu retten ist und was da nicht mehr zu retten ist. Ich bin ja der Meinung, da das Ding auf dem Dach lag, ist dann nicht mehr zu retten. Richtig erkannt. Was machen wir mit dem Flug? Wie sah denn der aus? War da noch was zu retten? Du, Mario, ich habe mir das Ding noch gar nicht angeguckt. Ich habe das Ding nur hier in die Halle geschleppt. Das war ja dunkel. Ja. Und ich kann mir den gleich mal angucken, aber im Großen und Ganzen denke ich mal, der Flug wird da nicht allzu viel mitbekommen haben. Überwiegend ist eigentlich der Schlepper Schrott. Okay, alles klar. Denke ich mal, kannst du noch mal ein bisschen richten und dann kannst du ihn wieder zurückgeben quasi. Mhm. Da ist nicht viel zu machen. Na okay, pass auf, das ist gar nicht so wild. Dann guck dir das mal an, Ewald, dann pass auf, dann machst du das noch, ne? Und es ist egal, ob du dann im 12 oder um 1 fertig bist, ne? Dann kannst du dann ab deinem wohlverdienten Urlaub. Ja, alles klar, machen wir so. Okay. Frau Isolin? Ja, Herr Hafer. Sie wollen ja jetzt hier keine Wurzeln flachen, ne? Weil das Gammeln ist uns nicht gegeben. Kommen Sie mal mit, Frau neue Bürgermeisterin. Naja, so. Kommen Sie mal mit, hören Sie auf die Palabern, kommen Sie jetzt. Unglaublich, also ich wüsste nicht, warum Sie mir Vorschriften machen. Ja, weil Sie ja auch auf meinem Gelände sind. So. Ich gehe mich mal umziehen, Frau Seidel. Schönen Dank für Ihre Terminwahrnehmung und. Wenn Sie Bedarf haben, melden Sie sich. Ne? Ja, sehr gerne, Herr Steiner. Vielen Dank nochmal für das Angebot. Ja, viel Spaß. Ja, Ihnen auch. Bis dann. Schönen Tag noch. Dasselbe. Frau Selin, pass mal auf. Wir müssen uns da mal ein bisschen unterhalten, Frau Selin. Ja, sehr gerne, Herr Hafer. Dann kommen Sie mal mit. Ich hab da was gefunden. Ich glaube, das passt ganz gut. Ist zwar jetzt ein bisschen aufregend, aber ich denke mal, Sie sind sportlich, oder? Ja. Dann springen Sie mal auf die Tonne. Und dann über den Zaun. Unglaublich. So, kommen Sie mal mit. Funktioniert im Mantel nicht so, hä? Ne, es geht schon. Ne, es ist sexy, hä? Ja, aber. Sagen Sie schon, dass es sexy ist.
Nee, zu Ihnen sage ich erstmal nicht mehr. Ja, ja, nee, ist mir jetzt, ne? Passen Sie auf, genau darum geht's nicht. Jetzt kommen Sie mal mit. Ich will, dass man nicht so, ja. Gucken Sie mal hier. Nee, jetzt hören Sie mal auf. Gucken Sie mal hier, ne? Jetzt kommen Sie mal mit, ja. Genießen wir mal den Ausblick ein bisschen auf den Deis, ne? Es ist nämlich so ein bisschen geiler Punkt, was ich gefunden habe, ja. Ja, ist das schön. So, ja, das ist schön, genau so ist es. Und jetzt wird diesen Anblick schon gern noch ein bisschen länger genießen wollen. Also beraten Sie mir jetzt mal, warum Sie mich mit dem Kurt umbringen wollten. Herr Hafer, wir wollen, also erstens wir schon mal gar nicht. Das. Zweitens, also doch keiner wollte. Nein, Kuno. Keiner wollte sie umbringen. Nis. Nein. Okay. Aber jetzt erklären Sie mir mal, ist was dir das halt Essen ist. Also ich mag den Kurt, der Rist ist, ne? Und der Kurt, der hat mir ja auch hier Perspektive gegeben und Zukunft gegeben und allem drum und dran, ne? So. Ja. Und dann, der Kurt mag Sie genauso, Herr Hafer. Ich unterbreche Sie jetzt einfach. Jetzt halten Sie mal die Füße still. Kurt mag Sie genauso. Aber Suppen ist darum, es war wirklich was? Nur ein Versehen. Wissen Sie, wie schlecht es ihm ging? Deswegen deswegen diese Übersprungreaktion mit Auto verschwinden lassen und, weil er sich, er konnte sich das überhaupt nicht vorstellen, ihnen was angetan zu haben. Aber deswegen hat er nichts gesagt, oder was? Deswegen hat er nichts gesagt, weil er so ein, wissen Sie, weil er sie so gerne hat. Aha. Ja. Sie glauben doch wohl nicht, dass der hier Sodom und Gomorra mit ihnen so durchgezogen hätte, wie es jetzt die letzten Wochen war. Wenn sie nicht, keine Ahnung, wie Topf und Deckel zusammenpassen würden. Ja, also vielleicht hat er versucht, ein paar Dinge zu verduschen und so. Ja, vielleicht, aber... Also doch. Also ist er doch bei der Mafia, ich wusste es. Ich hoffe es nicht. Sie denken das auch, ich wusste es, dass sie ihm auch misstrauen. Ja, irgendwie ist schon komisch, dass... Also jetzt mal, Herr, sind wir doch mal ehrlich. Wo hat Kurt Ihnen denn schon überall geholfen? Ich meine, ein bisschen was weiß ich ja auch. Was der Führerschein kommt doch mit gefälschtem Datum nicht von irgendwo. Nee, da ist kein gefälschtes Datum. Also es ist so ein Original. Ah ja, okay. Ja. Deswegen trägt der Fahrschulprüfer ganz Körperanzug. Alles klar. Da zum Beispiel. Wo haben Sie denn den Forst? Also Kurt hat schon etliche Kontakte. Ich meine, ich bin jetzt blöd. Jetzt halt so mal Stoppel. Woher kennen Sie denn den Fahrschullehrer? Ich war in meinem Büro in dem Tag. Ich habe gesehen, wie Sie Ihre Prüfung abgelegt haben. Ach so, ich habe es ja gar nicht mitgekriegt. Ja, ich stand oben an meinem Fenster. Aha. Ich hatte Gemeindesprechstunde. Ja, aber passen Sie mal auf, Frau Selim. Warum ist eigentlich das mit Ihnen hierher gegangen? Ne? Es ist ja nur so, ich bin von Ihnen erst ein bisschen maßlos enttäuscht. Ne? Also um nichts genauer zu sagen, also es ist ja so, wo wir da so standen, ne? Und der Gott mir das so gesagt hat und sie dann halt auch gesagt haben, dass sie das so wussten, ne? Und dass sie da so mitgespielt haben und so, ne? Das war so ein richtiger Schlag ins Herz, ne? Weil da hatten die Gefühle auf immer zwei geflisst. Echt jetzt, Herr Hafer? Also manchmal, ich blicke bei Ihnen manchmal auch nicht mehr durch, was Sie wollen, was Sie nicht wollen. Mal machen Sie solche Anspielungen, ja, dann lasse ich mich drauf ein, dann machen Sie es mal wieder nicht, dann ziehen Sie sich wieder zurück in Ihr Schneckenhaus. Was ist denn Schneckenhaus? Ich bin doch kein, also nee, ich bin kein, also, haben Sie gesagt, ich bin eine Schnecke, finden Sie mich hübsch? Vielleicht ein bisschen. Was? Erst jetzt? Ich traue mich sowas Ihnen gar nicht zu sagen, weil, wie gesagt, also dann ziehen Sie sich wieder zurück in Ihr Schneckenhaus und ich habe gedacht, ach, dann lassen erstmal noch ein bisschen, das kommt noch alles so und so, ja, wissen Sie? Na, ich mag Sie auch ganz gut leiden tun. Dankeschön, ich Sie auch. Aha. Ja, okay, okay, müssen wir das ganze Essen umgehen. Okay, Frau Selin, dann belassen wir das dabei. Passen Sie auf, hier haben Sie mal meinen Autoschlüssel. Sie fahren mal mit mir zum Lohnunternehmen. Oh, wow, ja. Ja, Sie fahren. Dankeschön. Sie fahren, kommen Sie mit. Aber passen Sie ja auf meinen Sossi auf, ne? Ja. Dass der kein Kratzer kriegt. Und sehen Sie, was Sie aus mir machen, ja? Also ich bin eigentlich das nette Mädchen von nebenan. Na, ja? Eigentlich, das hat mir gefallen. Und ständig bringen Sie mich dazu, irgendwie, keine Ahnung, zu meckern, wütend zu sein. Ja, wieso? Achtung!
Haben Sie das gesehen? Außen rennen, ja. Meine Fresse. Na, helfen Sie einer Dame mal. Warten Sie, nehmen Sie Anlauf. Kommen Sie, hopp. Na, kommen Sie. Hier, hopp. Und zack, meine Danke. Fresse. So, sehen Sie. Da hinten hat der einen Cursor. Ach, guck ihn an. So, ja, genau, ich komme. Nee, wir müssen mal zu Melu. Es muss ja mit dem Herrn Ziel hier. Da vorne ist wieder Sossi. Wir müssen ja mit dem Herrn Ziel reden, was da los ist. Ja, wegen, weil die Bude da, die ist ja nur das Rott. Ja, ja. Wie geht's? Hat er das eigentlich alles so ein bisschen überstanden und so? Ja, ach, war alles super, Herr Hafer. Der hat das wunderbar überstanden. Okay. Aber fahren Sie bloß vorsichtig, ne? Ich sag's Ihnen, wenn Sossi eh einen Katzer frisst, ne? Dann haben wir Essenproblem. Keine Sorgen machen. Naja, Der geht ein bisschen ab wie es mit Katze, ja? Der ist schneller als der Mike, wenn's blitzt, ne? Ja, Herr Hafer, ich kann schon. Ein paar Jahre. Ja, das fahren. Ist gerade, dass sie ein paar Jahre vorgehen. Der ist aber, also meine Güte, das Gas, das hängt ja am Motor. Hä? Das ist. Naja, das ist hin, ne? Das ist ein bisschen, ne? Das pumpt so ein bisschen. Und jetzt bin ich ganz durcheinander. Ich hab rechts rum. Ich weiß nicht mal, wo ich rechts rum. Genau so ist es. Ja, vielen Dank. Ja, sehen Sie das? Ja, voll, das muss. Ja, hallo, mein Telefon, Herr Hafer, gehen Sie mal für mich ran, bitte. Ich kann mich ja nicht konzentrieren. Da ist klar. Jetzt danke ich auch im Hafer für die Frau Solin am Telefon. Ja, hi, genau zu dir wollte ich. Ja, das Schreiben ist doch nicht sein. Ja, was ist? Ja, doch, du hörst aber so schwer. Was ist denn? Ich habe jetzt gerade mit Melu telefoniert, zwecks dem Flug und zwecks dem Schlepper. Ja. Also der Flug hat geringe Schäden, Leitung, Hydraulik ist soweit alles okay, dann können sie wieder abholen, dann können sie wieder weiterverwenden. Und ich habe mit John Deere telefoniert, da gibt es eine austauschbare Fahrerkabine, identisch wie die jetzt vorher schon drauf war. Hä? Würde so um die 25.000 Euro ungefähr kosten, inklusive Arbeitsstunden, also 20 plus Arbeitsstunden. Ja. Habe ich jetzt dem Herrn Ziel schon mal mitgeteilt. Ja. Soll er sich überlegen, wow. Da würde er uns dann noch eine Rückmeldung geben, ob wir die Fahrerkabine bestellen sollen oder nicht. Was ist denn hier los? Nix, war ein Notfall. Naja, nee, das war noch. Wolfi konnte noch ausweichen. Warte. Alles gut, Herr Hafer. Ewald, pass auf, ich weiß, was heute soweit ist. Wir haben gerade. Ach, Scheiße. Das Auto ist ganz. Ach ja, Ewald, ich rufe dich gleich zurück. Ja, okay. Kann dann das wahr sein? Frau Selin, bitte zeigen Sie einmal aus. Das kann dann das wahr sein. Wolfi! Ich mach mal noch aus, ja? Ja, mach mal aus. Wolfi! Wolfi? Ja. Wolfi, geht's dir gut? Geht's dir gut? Ein bisschen mit weiß. Warte mal. Bist du vorne dagegen gesabbert? Nee, Gott sei Dank hast du noch reagieren können, ey. Meine Herren. Tut mir leid. Ich hab dich nicht kommen sehen. Das Auto liegt so tief und krass so hoch. Ich hab euch auch nicht gesehen. Ja, das lag daran, weil die Frau Celine die fährt wie eine Sau. Nee, das liegt fährt daran, weil hier dieses Tuning-Gedöns alles, weil das ist doch nicht legal. Ja, doch, das ist voll gut. Also, wenn ich nicht ausgewischt wäre, ja, dann hätte ich das nicht gemerkt, dass da ein Auto wäre. Ja, nein, noch so gut, hast du es doch gemerkt, also gesehen und so. Aber dir geht's wirklich gut. Also, du hast absolut keinen Schatten, oder? Nee, der hat wirklich nichts, ja. Super. Brauchst du Nackenklatzer, Wolfi? Nee. Nichts. Das ist jetzt gerade nur ein bisschen Schreck. Ja, alles gut, das gibt es wieder. Das ist wie mit, wenn du so Zwiebeln gegessen hast, der Tag danach, das ist genauso schlimm. Das ist ja manchmal ein Vergleich, Herr Hafer, da frage ich mich, wo sie die hernehmen. Aus meinem Leben. Was für Zwiebeln essen Sie denn? Was? Oh, hast du schon mal solche roten Zwiebeln, hast du schon mal roh gegessen? Oh, die sind verdammt lecker. Ja. Die, aber die roten Zwiebeln, ne, also die Rüstroten, weißt du, die schön roh futtern, ne? Oh, das ist geil, aber danach hast du den Tag danach, da hast du Blähung, das ist Wahnsinn. Denk ich immer, ich bin Benjamin Blocksberg, der Royal 6 und so. Habe ich gar keine Probleme mit. Na, ist so. Also meine Verdauung ist reit dann Juhe und die Dämpfe, die da rauskommt, das ist so richtig geil. Ach so, Entschuldigung. Was wollen wir denn überhaupt hier? Ach so, naja, darum geht's. Du sag mal, Wolfi, ist der Herr Ziel da? Oder ist er unterwegs? Das ist am Arbeiten, das heißt er. Na, pass mal auf, es geht um Folgendes. Es geht um den Sohn Dier. Ja. Der Ewald sagte ja, der hat schon irgendwie mit euch telefoniert. Dann ich denke dann mal mit dem Ziel. Ja genau, pass auf. Folgendes. Der Ewald meinte ja, also das ist ja nur so, du weißt ja selber, ne? Der Ziel, der hat ja den Unfall mit seinem Sondier dort. Und ganz ehrlich, pass auf, folgendes. Also man könnte eine Austauschkabine drauf machen, ja?
Aber pass auf, ich will da wirklich offen und ehrlich zu dir sein. Also ich bin ja jetzt auch kein Unmensch, ne? Wenn wir jetzt eine Austauschkabine bestellen, ne? Das ist ein Kostenfaktor. Dann muss die auch neue Hacke gesippert werden, ja, und dann müssen wir die auch noch aufbauen. Also die alte muss runtergeschraubt werden, die neue muss draufgeschraubt werden, ja. Dann müssen wir halt auch noch ein paar Tests machen, weil du kannst ja dann, du musst dir vorstellen, wenn die Kabine ausgetauscht wird, ne, es muss ja dann noch gut durch den Crashtest und so, ne, weil ohne das können wir sie nicht auf der Straße lassen. Weißt du? Mhm. Und, pass auf, ich will da ganz offen und ehrlich zu dir sein, da kommen wir teurer, als wenn wir sagen, ich mache euch ein Angebot für einen neuen Traktor. Das klärst du bitte noch mit dem Ziel. Ja, das meint es ja. Wo ist denn der? Ja, das musst du anrufen. Der ist beim. Na, wisst ihr jetzt auch nicht. Na, pass auf, alles gut. Dann ich ruf den. Na, alles gut. Dann rufst du. Was denn beim Herzog? Na, das ist gut. Da kann der Frau Selin kennt ja den Weg. Ja. Achso, ja, der Herzog, ja. Wo ich die Rüben geerntet habe. Oder? Das ist ja unten beim Steinbruch, ne? Da weißt du, wo lang geht. Da weißt du, der Frau Selin, wo es hingeht. Ich weiß, wo lang, ja. Und na, alles klar. Dann, Wolfi, dann machen wir das so. Dann habst du mal schönen Dank, aber das wäre halt wirklich offen und ehrlich gesagt die beste Variante. Ne? Ja, wir kommen. Ich komme auch noch mal auf sie zurück. Ja, kannst du. Ja, ist kein Problem. Kannst gerne gesehen, ne? Und Rasen ist immer so, Wolfi, ne? Wir machen mal los. Okay, ich danke dir, ne? Bis später. So, Frau Selin, dann machen Sie mal los, aber rasen Sie jetzt nicht so. Nee, ich heb mein Bestes, ja. Ich werde jetzt hier auch ganz langsam drehen. Ja. Ganz vorsichtig. Ja. Der hängt halt gut am Gas. Das Ding ist wirklich eine Wunde. Ja, ja, merkt das schon. Aber denn? Herr Hafer, was können wir jetzt? Uns da mal. Also jetzt wirklich, wirklich privat unterhalten. Also ich was? Bin jetzt mal, ich bin nicht Bürgermeisterin in diesem Moment. Mhm. Können wir, also kann ich das LU nicht einfach unterstützen so ein bisschen und sie stellen einen robusten, wirklich vernünftigen Traktor zusammen, den ich Sponsor fürs LU. Wie meinen Sie denn das? Na, den würde ich gerne bezahlen. Warum das? Weil es kann. Denn sie, kann man sie smieren oder was als Bürgermeisterin? Na, ich habe doch gerade gesagt, privat. Ich sponsor den als Privatperson, nicht als Bürgermeisterin. Also kann man sie privat smieren oder was? Das hat doch nichts mit Schmieren zu tun, Herr Hafer. Ich bin einfach großzügig. Ich bin nett, verdammt nochmal. Na, aber nett ist die kleine Schwester von... Ne, nee, ist sie nicht. Links. Ich weiß, wo lang. Ne, ich sag ja bloß, wir müssen dann geradeaus. Das wollte ich ja nur erwähnen. Also, das ist jetzt auch, also das hat jetzt nichts irgendwie was Negatives, dass sie hier irgendwie, dass man sie dann, also dass sie da irgendwie hier smierbar sind oder was? Nein, nein, überhaupt nicht. Der Landhandel hätte auch schon viel, viel länger besser laufen können, aber Kurt kam ja nie zu mir und hat mal mit mir gesprochen. Jetzt haben wir aber komischerweise auf dem Landhandel eine Million, ne? Also das verstehe ich immer noch nicht, wo das herkommt. Ja, das sehen Sie, da fällt mir ein, da war noch was ich mit Kurt besprechen wollte. Was, wo die Million herkommt? Ne? Das ist unnötig. Da oben sehe ich was, am Himmelszelt, da ist, wenn es vom Himmel fällt. Ich glaube, das sind Traktoren. Ich kann mir vorstellen, wo die Million herkommt. Woher denn? Hat der Blöde gespielt oder was? Na nee, wir hatten doch hier diesen komischen Franzosen zu Besuch. Was? Na hier, dein, was weiß ach, ich hier. Ja, dieser, ja, 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 ja. Wie ist der? Eloy, ach was weiß ich. Na, der John Moschitier war das. Ja, genau, der da. Ja, genau. Ja. Ich hab das Gefühl, der hat hier irgendwie, ja, der was hat fürs Dorf gut gemeint. So. Na, den sein Motto ist immer, Geld spielt keine Rolex. Ja, habe ich gemerkt. Ja, aber er fragt ja auch nicht, wer es braucht und wer nicht. Was, wieso? Na, aber sie jetzt mal ohne Scheiß, ne? Die haben ja auch alle so negativ gesprochen und so, ne? Also ich finde das absolut nicht in Ordnung. Ne? Also ich muss wirklich sagen, der hat vielleicht manchmal eine ganz komische Art an sich, ja? Aber alles in allem ist es wirklich ein ganz, ganz lieber Mensch und man kann sich so immer wirklich auf ihn drauf verlassen, ja? Und das, wo der in dem Dorf war, ja? Und in dem Dorf lebt und alles, ne? Die mögen den allen, ne? Die, das ist wie so ein Gott für die, also jetzt mal übertrieben gesagt, ne? Aber die mögen den richtig, ja? Soll ich Ihnen meine offene Meinung zu ihm sagen, Herr Hafer? Ja, gern. Kommen Sie nicht so nah oder wollen Sie kuscheln? Ja, Entschuldigung, Sie sind jetzt einfach abrupt stehen geblieben. Ja, manchmal Abseitsangewohnheiten. Also für mich ist es Schmiergeld, was er allen zugesteckt hat, weil auch ich habe was bekommen.
Ja, wieso? Aber warum will er sie denn smieren? Sie haben doch gerade gesagt, sie sind ja, smierbar. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, wer weiß, über was wir vielleicht in Zukunft noch schweigen sollen. Ja, aber wieso denn? Der kennt sie doch gar nicht. Warum sollte er sie smieren? Das verstehe ich nicht. Naja, ich glaube nicht, dass er das letzte Mal hier war. Na, aber das ist doch genauso abwegig, Frau Selin, wie mit der Gesiste, was mir doch kurz sagte, dass der Elchon, wer rennt da unten rum, dass der Elchon den ihr irgendwie runtersupfen wollte. Das kann er doch eben erzählen, dass der Hände mit der Hose mit der Kneifstange anzieht. Also ich weiß jetzt auch noch nicht, Blödsinn, ob die Geschichte stimmt, aber ja, ich fand es trotzdem komisch. Sehen Sie, ist nämlich so. Na gut, passen Sie auf, lassen Sie uns mal den Erzähl finden. Ja. Und meine lieben YouTuberinnen, das haben wir ja auch Gott dazu genäht. Ihr lasst sehr gerne das Däumchen da, ja. Und ob wir mit dem Herrn Ziel zu einer Einigung kommen in Bezug auf die Thematik des verunfallten John Deeres, ja, sehen wir dann in der nächsten Folge, denn der Hans-Joachim Hafer ist ja jetzt Landmaschinenhändler. Was das wohl bedeutet? Wer weiß, wer weiß. Wir wünschen euch auf jeden Fall allen einen guten Start ins Wochenende. Ne, an den Chats hier im Livestream. Dankeschön auch dafür. Ne, und wir sagen erstmal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.